Hallo zusammen. Wir machen 7 Übungen. Dazu braucht ihr eine Stoppuhr. Ja. Und zählen solltet ihr können. Wir machen jede Übung, also zum Beispiel jetzt Liegestütz, dann machen wir 20 Stück. Dann machen wir 30 Sekunden Pause. Dann machen wir 15 Stück. 30 Sekunden Pause. 10 Stück, 30 Sekunden Pause und 5 Stück. Und dann kommt die zweite Übung. Ja. Ich würde es so machen, ihr lasst die Stoppuhr einfach laufen, irgendwann mal schaltet sie ein. Wenn ich jetzt 20 Liegestütze gemacht habe, dann merke ich mir nachher die Zeit, was weiß ich. 30 Sekunden oder 35, wenn die Uhr steht, dann weiß ich, dass ich nach einer Minute und 5, dass die 30 Sekunden wieder rum sind. So brauche ich die ganze Zeit Stoppuhr und anfangen, stoppen, anfangen. Wenn ich die 20 Wiederholungen zu viel sind, dann macht es 15, 10, 10, 5. Also so wie ihr das könnt. Ich probiere es jetzt mal mit 20. Wie gesagt, ich war krank. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Ob ich selber 20, beziehungsweise am Schluss sind es ja 50 Stück. Ob ich die 50 überhaupt hinbekomme, werden wir sehen. Das zweite Hilfsmittel, was ihr braucht, ist nicht der Benny, sondern brauche ich wieder so einen Tritt, eine Stufe. Stuhl für den Trizept danach. Aber jetzt fangen wir schon mal an mit der ersten Übung. Ja? Dann geht es mal los mit der ersten Übung. Wie gesagt, ihr lasst die Stoppuhr einfach laufen. Für mich im Blickfeld. Und dann machen wir die erste Übung. Machen wir die jetzt 20 Stück. Ja? Okay, und los geht's. So, jetzt 30 Sekunden Pause. Schaut auf eure Uhr. Mir war so, je nach 30 Sekunden die 20 Liegestütze. So, dann sind wir lieber soweit. Und los geht's, 15 Stück. Und 15. Auch jetzt wieder 30 Sekunden Pause. Macht ihr nicht 30 Sekunden, was ihr wollt. Schlafen oder sonst irgendwas. Trinkt was. So, jetzt bereiten wir wieder vor. 4, 3, 2 und noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, aber jetzt 3 Sekunden Pause. Oh, wem fällt denn da immer so ein Scheißdreck ein? Keine Ideen. Fünfzehn Sekunden. Alles gut, Daumen hoch. Also jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4. So, auch jetzt 30 Sekunden Pause einhalten für die nächste Übung. Die nächste Übung, was wir machen, ist Bauch, falls ihr Handtuch braucht zum drunter ablegen. Holt euch das. Auch hier machen wir ganz normale Bauchübung. Auch hier. Auch hier 20 Stück.
Okay, auch hier 30 Sekunden Pause. Mal gucken. Okay. Danach jetzt 15 Wiederholungen. Wir können ja die Arme gerade machen, dass er gerade zur Decke hochgeht. Ich mach's. Ihr wisst dasselbe, wir machen nicht so oft Bauchübungen. Das heißt, mich strecken die Bauchübungen wirklich eigentlich auch an. So. 5, 4, 3, 2, noch 15 Stück. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, aber jetzt wieder 30 Sekunden Pause. Oh, Scheiße. Wird Zeit übrigens, dass wir wieder ins Studio kommen. Schauen wir mal, was wir für Auflage haben dann nachher. Nur 15 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. 10 Stück. 1, 2, 3. Also jetzt nochmal 30 Sekunden Pause. Ich weiß, für die Bauchcracks, die viel Bauch machen, ist das natürlich ein Warm-up wahrscheinlich. Gell, Daniela? Aber, und Katja. Aber, für die anderen ist es natürlich mehr schwieriger. Aber die, wo viel Bauch machen, die können aber auch die Wiederholungszahl höher machen. Keine Ahnung, dann macht er halt 40. 30, 20, 10, das überlasse ich. Ja, noch 5 Stück. 4, 3, 2. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Lösen. So, 30 Sekunden Pause. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Meine Pumpe geht ein wenig. Jetzt brauchen wir das Handtuch. Falls ihr das noch nicht gesagt habt, wir brauchen ein Handtuch. Ja, für die Bizepsübung. Okay? Die Bizepsübung, hier ist mein Handtuch, ihr wisst wie sie geht, wir haben die schon mal gemacht, auch hier 20 Stück, das eigene Bein und los geht's. 1, 2, 3, 30 Sekunden Pause. Mich hätte es jetzt anstrengen, wenn ich heute Morgen schon Bizeps und Liegestütz gemacht hätte. Aber von nichts kommt nichts. Ihr wisst ja, sonst nur fettarme Milch trinken, da gibt es fette Arme. Ja? Okay, 4, 3, 2, 15 Stück. Aber jetzt hier 30 Sekunden Pause. Wohlgemerkt, machen wir das jetzt schon seit 7,5 Minuten. Zehn Wiederholungen dann nochmal. 15 hatten wir gerade. Wem das zu lang ist, die Pause, der darf es ja auch ruhig kürzer machen, nur für sich selber. 4, 3, 2 und los geht's. Hier 30 Sekunden und dann noch 5 Stück und danach machen wir Squats. Yeah.
4, 3, 2, 5 Stück. 1. So. Aber jetzt 30 Sekunden Pause. Squats. 20 Stück. Ja. Das wird er hinbekommen, denke ich mir. Ich gucke, dass ich im Bild bin. Ist gar nicht so einfach. Mit so einer Kamera zum Hantieren. 4, 3, 2 und 20 Stück. Sekunden Pause ist, mal gucken, was mein Kater macht. Ja, der ruft doch tatsächlich dahinter. 30 Sekunden Pause, also ich zeige mal, was mein Kater macht. Kuckuck, Kater. Jo, das macht er so. Oh, nur 10 Sekunden. Ups, 15 Squats, 4, 3, 2, los geht's. Sekunde Pause. Ja, Benni, ja, du guckst einfach so in deinem Kopf drin und machst gar nichts. Naja, was soll zum Verüben im Cash 72? Nach Katzenjahren, ja? Okay. 10 Stück noch. 4, 3, 2 und los geht's. Okay. Jetzt nochmal 30 Sekunden. Kommt denn danach dran? Was habe ich mir denn so notiert? Oh. Dazu brauchen wir noch, aber brauchen wir den hier. Ja. Vier, drei, zwei, 10 Stück. Fünf Sperrs. Ach, egal. Machen wir 10. Das war die letzten. Nicht vergessen, es wäre nur 5 gewesen. Ich habe halt 10 gemacht. Streber. Okay. Trizep. Ja. Ich weiß, das ist die anstrengendste Übung für heute. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Ah, doch, geht. Okay. Gut, komm mit 20 Stunden nach. 4, 3, 2 und los geht's. 1, 2, 30 Sekunden Pause. Ganz ehrlich, wow, das hat es jetzt aber schon in sich. Das ist ein kurzes Workout für heute, oder ein kurzer Zirkel, der geht nicht länger wie 15 bis 20 Minuten. Macht euch bereit, 15 Wiederholungen und los.
30 Sekunden Pause. Dann noch 10 Wiederholungen. Ja? Ich glaube, der Meier Rudi gibt mehr aus Fleiß. 4, 3, 2 und los. Was er da alles so macht. Jetzt dann noch 5. Da haben wir noch 15 Sekunden Pause. Fünf. 4, 3, 2, 1 und 1, 2, 1 und 6. Okay, 30 Sekunden Pause. Ich sage euch die nächste Übung, die dran kommt. Nächste Übung ist Rücken. Wir legen auf den Boden. Wir benutzen unser Handdruck. Ja. Wir machen lang auf dem Boden, Handdruck gestreckt oder Arme gestreckt. Ja, schön auseinanderziehen das Handtuch. Beine hinter oben einmal heranziehen. Ja. 4, 3, 2, 20 Stück. Schön auseinanderziehen. Sekunden Pause. Ich glaube, ich laufe nach gut. Nur 15 Sekunden. Und 15 Wiederholungen. 4, 3, 2 und los geht's. Oh, 30 Sekunden. Gott, für eine 30 Sekunden Pause. Ist ja richtig gut dort. 10 Wiederholungen als nächstes. Nur 15 Sekunden Pause. Nur 5, 4, 3, 2, 10 Wiederholungen. Krank war, wirklich geschwächt, der Körper ist, ja. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem noch 5 Wiederholungen für das letzte Mal. 4, 3, 2, und los geht's. Und 1, 2, 3, 4. Okay, 30 Sekunden Pause. Okay, die nächste Übung zeige ich euch einfach ganz einfach. Knee Curls, ja? 20 Stück, jetzt kommt es aber pro Seite. Wir wechseln immer ab. Okay?
Fangen wir an. Ich muss mir bloß die Uhr mal nur, damit ich weiß, wo ich standen bin. Hier. 3, 2, und los geht's. Und 3, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, komplette Wechsel. 4, 3, 2, und los geht's. 10, 18, ich kann nicht mehr. Okay, 30 Sekunden Pause. Boah. Alter Lachs. Puh. Das ist die letzte Übung für heute. Hüfte wieder runter. Ja, 3, 2, und los geht's. 1, 2, huch, Gleichgewicht. 3, 4, 5. Oh. Wechsel. 4, 3, 2, 1. 10, 11, 12, 13. Scheiße! Trink was! 30 Sekunden Pause! Zehn Stück, 4, 3, 2, und los geht's. 4, 3, 2, und los geht's. Sekunde. Oh, scheiße. Noch 15 oder 10 Sekunden. Die letzten 5. 4, 3, und los geht's. 1. Andere Seite. Okay. Wie ihr seht, ich bin selber außer Atem.
Das waren jetzt 7 Übungen. Jetzt liegt es an euch. Wenn ihr Bock habt, macht ihr 2 Runden. Wenn ihr sagt, Leute, Rolf, für heute reicht es nur eine Runde, dann macht morgen nochmal eine Runde. Macht halt vielleicht auch die Wiederholungen weniger. Für diejenigen, die es nicht angestrengt hat, macht die Wiederholungen mehr. Ja, da geht vielleicht in 10er Schritte, wie gesagt, 40, 30, 20, 10. Überlasse jeden, so wie es gerne hätte. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.